wie hoch ihr klettern könnt. Ich würde das nicht schaffen. Merkwürdig, du siehst aus wie wir, hast Arme, Beine und Pfoten. Ich hab's. Es muss daran liegen, dass wir Jungs sind und du ein Mädchen. Hä? Ja, na klar, Spinnen sind nämlich auch Jungs. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt Spinnenjungen und Spinnenmädchen. Mädchen wissen nichts über Spinnen, weil sie Angst vor ihnen haben. Ja, Jungs gewinnen immer. Sie sind einfach schneller. Oh ja, wir Jungs sind in allem besser. Tja, dann, wenn ihr euch so toll findet, spielt doch am besten allein. Pipsi, Betty, wir wollten doch Ball spielen. Können wir fahren, Kinder? Ja, ich muss mich anschneiden. Ja. Leo, was für ein schönes Fernrohr. Darf ich's mal sehen? Nein, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Aber warum bin ich denn nicht mehr dein Freund? Darum. Selbst schuld. Und los geht's. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Lasst uns singen, tanzen und springen. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Da wären wir. Passt gut auf. Bleibt alle zusammen und haltet euch an den Pfoten. Ja, ist das toll hier. Wollen wir durch dein Fernrohr gucken? Ach komm schon, Leo. Nein. Im Herbst leuchten die Blätter in vielen verschiedenen wunderschönen Farben. Ich bin schon gespannt, wie viele Farben ihr finden werdet. Hey, Billy, kommst du mit? Wir erkunden die Gegend. Ist das nicht gefährlich? Ja, und Maggie sagte, wir sollen zusammenbleiben. Genau, das dürfen wir nicht. Gib's doch zu, Leo, du bist ein Angsthase. Ich bin kein Angsthase. Siehst du, ich gehe den Wald erkunden. Ich kann auch allein den Wald erkunden. Wo sind Leo und Didi? Haben sie sich verlaufen? Sie sind dort drüben. Sie werden sicher gleich wieder zurück sein. Und ich hoffe als Freunde. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Das ist alles deine Schuld. Du hast gesagt, ich bin ein Angsthase. Und du bist als Erster weggelaufen. Leo, ich habe nur noch diesen Einschläger übrig. Der ist für mich. Nein, für mich. Hä? Oh. Hört doch bitte auf, ihr beiden. Hey, den hab ich. Ups. Aber das ist gemein. Der letzte Schläger gehört mir. Stimmt nicht. Ich war vor dir dran. Kann sein. Aber ich war zuerst in der Halle, Annie. Das ist meiner. Nein, das ist meiner. Das ist nicht wahr. Das ist meiner. Gib ihn mir her. Mann, oh Maus. Aber ich hab ihn zuerst. Nein, ich hab ihn! Er gehört mir! Es reicht, ihr beiden. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ihr werdet schon sehen. Es ist alles Leos Schuld. Das stimmt nicht. Annie ist schuld, genau. Ich sagte, es reicht jetzt. Ihr könnt euch doch einfach abwechseln. Und vorher spielt ihr Ene Mene Mu, wer von euch als erstes anfängt. Bei wem ich lande, der fängt an. Ene Mene Mu, raus bist du, Ene Mene Mu. Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. Ich darf ihn haben. Gemein, gemein, gemein. Hier, nimm ihn. Du bist nicht mehr meine Freundin. Du weißt sowieso nicht, wie man richtig spielt. Aber für Tessa bestimmt nicht. Sei doch kein Spielverderber. Ich will auch mal jemanden mit einem Streich zum Lachen bringen. Hier. Danke. Leo, solche Streiche sind nicht in Ordnung. Aber... Das war überhaupt nicht lustig. Doch, es war lustig. Tess hat nur nicht gelacht, weil sie einfach keinen Spaß versteht. Ganz genau. Mann, oh Maus.
Kommt, Kinder.